Einen wundervollen guten Morgen, meine Lieblingszuckerschnecken. So, ich muss jetzt mal gucken, dass ich mit dem Auto ja heile rauskomme. Und heute haben wir die ganz besondere Ehre, dass Maletti mal dieses Auto hier vorstellt, wo wir drin sitzen. Weil ich muss mich aufs Fahren konzentrieren. Ich hab mit Dome gerade so Handsprache. Ach so, hab dann mich wieder nachgehelfen, nur weil ich so viel am Sammeln bin. Ja. Ne? Ich werde immer unterdrückt. Herr Doktor, Herr Doktor, ich werde immer ignoriert. Der nächste bitte. Der war flach. Der war sehr flach. Lach, flach. So, Maletti, jetzt darfst du dieses wundervolle Hyundai-Fahrzeug vorstellen. Ja, das ist ein Hyundai Tucson, Baujahr 2019, 132 PS, ist ein 1,6er Motor. Unser Dome hat hier eine DLM eingebaut mit einem Radmühlentank, 74 Liter. Passen rein, der Wagen hat gerade mal 2020 Kilometer gelaufen, also ist noch relativ neu, weil die mal nicht alle sagen, wir haben hier nur alte Wagen. Ganz frisches Stück Ganz Auto. Ganz frisches Stück Auto. Ja, er ist ein hübscher Wagen. Das ist die geilste Adresse hier. Letzte Ziele, ja. Die, wo alt die nicht? Geht das Außerdem gut? Hat der 1591 Kubikzentimeter Hubraum, der Wagen. Ja. Was hast du abgelesen? Ja, na und? Ich habe es aber behalten. Das ist nicht wahr. Maletti hat sich so mega vorbereitet. Die hat eine komplette Automotor- und Sportzeitung, die aktuellste, gelesen. Die hat sich dann direkt über dieses Auto, wo sie jetzt gerade das spezielle Auto-Review drüber macht, studiert. Richtig, schöne Frau? Richtig. So, eine DLM drin. Mit 74 Liter Tank. 60 Liter sollten rein. Ja, sag ich doch. 57, habe ich doch gesagt. Was wird er verbrauchen hier? Ich weiß nicht, ob wir da jetzt direkt nachgehen können. Hier der Bordcomputer sagt. Na, der sagt jetzt einen momentanen Verbrauch. Das ist jetzt blöd. Aber Batterie war auch abgeklemmt. Wir haben das Auto lange stehen gehabt, weil wir mussten die Hochdruckpumpe, die war etwas speziell hier bei dem Auto, das ist ja mal bei den Direkteinspritzern immer so ein bisschen Überraschung. Und die mussten wir extra nach Holland schicken. Wir haben jetzt schon 3-4 Wochen stehen. Da stand er hinten 2 Wochen auf der Hebebühne, konnten wir ja nicht fertig machen. Ne? Jetzt hat Dome den fertig und läuft schön. 60 Liter LPG Autogas haben wir da drin. Was mag der verbrauchen, Maletti? Was denkst du? 20 Liter. Oh, was? Gottes Willen, da brauchen wir doch kein 1,6er GDI. Der verbraucht dir vielleicht 7 bis 9 Liter. Echt, so ein großer Wagen? Ja, ja, schöner großer SUV, schöner kleiner Motor drin. Benzin, Turbo, Direkteinspritzer, ein 1,6er GDI ist das hier. Und die verbrauchen nicht viel. Also der verbraucht wirklich. Wir können jetzt leider nicht, der momentane Verbrauch ist sehr hoch, aber wie gesagt, die Batterie abgeklemmt hat und alles. Ne? Wie findest du das Auto? Schön. Ich finde das auch schön. Also, das ist ja genau das, was ich sage. Die Verarbeitung ist sehr, sehr gut. Ich glaube, da kann VW und Audi sich bei manchen Sachen Scheiben von abschneiden. Ich muss ja mal an Winterkorn sein Video denken, wo der sich da auf der IAA in das Auto reinsetzt. Scheinbeschaden machen möchte. Ey, was ist denn das hier los? Geht das nicht automatisch? Das ist schön neu, ne? Sechsten Gang haben wir auch noch. Ja, jetzt wollen Schalter. Wir eigentlich Schalter, genau. Dadurch ist er noch sparsamer, weil wir keine Hydraulikwandler haben, nur Automatikgetriebe. Jetzt wollen wir eigentlich ein schönes Außenvideo drehen. Aber ich habe eine Idee dazu. Wir schicken Christopher raus und wir fahren einfach nur hin und her und er filmt und wird nass. Was hältst du davon? Mhm. Nicht gut? Bedingt. Ich finde eher, ich fahre, du filmst. Aber schön, dass du montags morgens hier auch schon wieder bei uns am Start bist. Ja. Ach, wie war dein Wochenende? Auch gegen. Also, war jetzt nicht wahnsinnig spektakulär. Aber du hast Videos ordentlich gemacht, habe ich gesehen. Ja, ich habe Videos gemacht. Hast du gut gemacht. Und heute Morgen schon wieder reichlich gefahren, weil Christopher, der trägt momentan ein ganz schweres Los. Der muss jeden Morgen, wenn er zu uns kommt, 62 Kilometer fahren. Er fährt auf Gas. Ist ja jetzt nicht so teuer, ne? Tankt ja auch in unserer Tankstelle, geht ja alles. Ne? Aber wenn du noch ein bisschen näher mit dem Nagelstudio verwächst und deine Frau überredest, vielleicht ziehst du ja auch hier in unser wunderschönes Weserbergland. Was hältst du davon? Ich habe da kein Problem mit. Meine Frau will das nicht. Meine Frau sagt immer nur, du bist zu hässlich, die will nicht zu dir. So. Dann muss ich wieder ein Haus kaufen. Ne? Ja, mach mal. Ein Mitarbeiterhaus. Ja, genau. Nee, in dem Haus, in dem wohnt ja kein Mitarbeiter. Bald schon.
Also er fährt wundervoll. Wo haben wir die Tankanzeige? Hä? Haben Sie die Tankanzeige wieder hingebaut? Ich sehe nichts. Warte mal, ich muss hier erstmal links rüber. Wo haben die eine Anzeige hingebaut? Also Leute, ich weiß, dass wir auf Gas fahren, aber ich weiß nicht, wo ich euch das beweisen kann. Hä? Das ist der Umschalter. Ach, hier! Das ist ja was. Die Kamera mal kurz geben, ich versuche auch nicht zu wackeln. So, mal ganz vorsichtig. Da ist die Tankanzeige. Die ist natürlich nicht besonders gut sichtbar, aber die Stelle hat der Kunde sich ausgesucht. Ne? Zur allgemeinen Info noch mal zu der Prinz DLM. DLM heißt ja was? Direct Liquid Max. Direct Liquid Max, ganz genau. Liquid. Liquid. Ich glaube, es heißt nur Liquid. Liquid heißt flüssig. Ich weiß, aber die heißt trotzdem Direct Liquid Max, ohne D am Ende. Warum weiß ich nicht? Ich bin der Meinung, das ist anders. Ich habe die Produkte ja auch im Shop eingepflegt. Echt? Da heißt es Liquid Max? Ich bin der Meinung, ja. Mein Gott, ich bin aber auch ein Legastheniker. Vielleicht sollte ich mal einmal richtig lesen. Ich erzähle immer von... Ja, genau, guck mal, google mal nach. Und ich erzähle euch in der Zeit ein bisschen was über die Direct Liquid Max. Liquid Max. Guck mal nach. Mit E, Ui, genau, ohne D am Ende. Ne? Ja, die DLM spritzt das flüssige Gas über die Original-Benzindüsen direkt in den Motor, genau wie das der Benzinkraftstoff auch macht. Und zwar haben wir hinten den großen 74-Liter-Tank drin, wie wir ja schon gesagt haben. In diesem 74-Liter-Tank haben wir eine elektrische Benzinpumpe drin. Das ist die sogenannte Vorpumpe, die das Gas flüssig nach vorne befördert zu der Fahrschule, der rollt gleich zurück beim Anfahren. Der rollt nicht zurück, ist kein Berg. Zu der Benzinhochdruckpumpe. Dann wird das Gas Berg, er rollt selber zurück, weißt du? Das Gas, flüssige Gas wird über die Benzinhochdruckpumpe dann direkt in das Benzinrail befördert und damit spritzt dann einfach das Fahrzeug flüssiges Gas in den Brennraum direkt ein. Das hört sich sehr, sehr einfach an. Ist es aber nicht, weil auch da die Einspritzzeiten verändert werden müssen. Und das regelt das Prinz-Steuergerät dann dementsprechend. Das Problem ist jetzt, in dem Moment, wo der Gastank leer wird, muss ja wieder Benzin in das Benzinrail reinkommen. Dazu haben wir eine sogenannte Boost-Pump, die sitzt dann auch davor. Und die erhöht dann auf das gleiche Niveau wie der Dampfdruck des Gases, des flüssigen Gases, den Benzindruck nochmal vor dem Rail und tauscht dann das flüssige Gas, welches verbraucht ist, wieder gegen Benzin aus. Und deswegen kann man bei dieser Anlage nicht einfach so draufdrücken und hin und her schalten. Wir haben das schon mal gezeigt, ich habe da schon mal eine Fahrt zu gemacht, habe es auch schon mal erklärt, aber es ist ja immer so, diese Autos sind sehr, sehr modern. Das hier ist zum Beispiel ein fast ein 2020er Auto, der ist 2000 Kilometer gelaufen. Viele sehen natürlich die alten Videos nicht. Der Vorteil an dieser DLM ist ganz klar, dass man überhaupt gar kein Gas mehr braucht. Er fährt morgens direkt, man startet das Auto, er läuft direkt auf Flüssiggas. Er schaltet nur langsam auf Benzin zurück. Man merkt das nicht, wenn der Gastank unter ein gewisses Level abfällt. Also er läuft ganz, ganz fantastisch. Er läuft exakt genau wie auf Benzin. Leistungsverlust oder irgendwas merken, gibt es nicht, keinerlei Kompromisse. Ne? Was fällt dir zu dem Auto noch ein? Wir zeigen ihn gleich mal schön von außen, stellen uns an eine schöne Ecke, ne? Und dann nochmal gucken. Die Prinz DLM wird wahrscheinlich in naher Zukunft auslaufen. Wir werden wahrscheinlich für die neuesten Autos nur die Prinz VSI DE 2.0 bekommen, weil die Prinz DLM sehr, sehr wertig ist. Auch die Bauteile sind alle sehr, sehr teuer und es geht insgesamt auch einfacher, so ein Auto umzurüsten mit der Prinz VSI DE 2.0. Diese Umrüstung hier kostet ja auch mal eben so die Kleinigkeit von 4.000 Euro. Man muss sich jetzt mal überlegen, wann hat man die 4.000 Euro raus? Ein Auto verbraucht hier vielleicht 8, 9 Liter, vielleicht 10. Klar, 10 Liter Benzin was macht der denn? Sind 14 Euro, ist das Fahrschule. Ja klar, aber mit 10 km/h um die Kurve rollen? Und
schon 20 Meter vorher abbremsen. Ist so. Du bist im Flat auch gefahren in der Fahrschule? Nee. In deiner ersten Fahrstunde? Nein. 10 Liter Benzin sind 14 Euro und 10 Liter Gas sind bei 60 Cent sind halt 6 Euro. Ne? Das sind eben halt, keine Ahnung, 8 Euro Unterschied schon mal, ne, pro 100 Kilometer. Aber trotzdem müssen 4.000 Euro erstmal eingefahren werden. Ne? Und die Prinz VSI DI 2.0 kostet eben fast 1.000 Euro weniger. Ne? Und man hat aber die Kaltstartphase. Man hat dann eben halt im Sommer 500 Meter, bis er auf Gas umschaltet. Und im Winter eben halt irgendwie so 2 Kilometer. Ne? Für die Leute, die so ein Auto nur in der Stadt nutzen, natürlich ein bisschen doof. Ne? Die, sag ich mal, so 3-4 Kilometer fahren, dann nach 4-5 Stunden dann wieder wegfahren und so. Die fahren dann natürlich in der Stadt natürlich einen Großteil natürlich im Benzinbetrieb, ne? Bei so bei Kurzstrecken. Das ist die DLM natürlich gut. Aber so wie ich es mitgekriegt habe, werden sie die DLM wohl auf kurz oder lang werden sie es wohl einstellen müssen, weil sie einfach, die Bauteile sind einfach zu teuer und Fehler zu finden ist auch nicht so ganz einfach. Und wenn dann so eine DLM mal irgendwann später in der Garantie sowas geprüft, wird es wahrscheinlich auch nicht ganz so teuer werden. Es ist wie bei Videorekordern damals. Ne, ihr wisst ja, wie es war. Damals konnten wir Direkteinspritzer gar nicht umrüsten und dann kamen die ersten Lösungen dafür, für die Direkteinspritzer. Zuerst haben wir damals mit der Prinz VC1 DI umgerüstet. Das waren so die Kinderschuhe, haben wir ganz viele Autos umgebaut, die liefen auch gut. Und dann kam die Prinz DLM. Da sind wir davon ausgegangen, dass alle Direkteinspritzer in Zukunft die DLM bekommen werden. Ne? Gab auch sehr, sehr viele, aber mittlerweile ist DLM rückläufig. Und für die ganz neuen Hyundai Kia Fahrzeuge gibt es jetzt mittlerweile schon die VSI DI 2.0. Ich weiß, es ist alles insgesamt ziemlich verwirrend, auch was ich sage. Und man kann das natürlich nicht so gut erfassen alles. Ne? Deswegen ruft mich an, wenn ihr Fragen zu den Autos habt und welche Anlagen es dafür gibt. Ich habe auch schon Termine drin für die Prinz VSI DI 2.0 in so einem Auto. DLM wird größtenteils eingebaut bei Ford EcoBoost. Hyundai Kia, wie gesagt, war sie sehr viel. Und bei den Mercedes CGIs wurde mit den Piezo-Injektoren wurde sie auch sehr oft eingebaut. Aber da haben wir jetzt alles VSI DI 2.0. Wie gesagt, Vorteil ist, die Anlagen sind billiger. Die Diagnosen sind einfach. Und wenn mal was kaputt geht, auch ganz, ganz kostengünstig zu tauschen. Insgesamt überschaubar rare als diese DLM und besser. So, wollen euch das Auto mal von außen schön zeigen. Und ja, legen wir los. Deutschland ist Orkan und wir haben hier nur so eine leichte, steife Brise. Jetzt sauber, wir sind sauber putzen können. Ne? Da ist aber auch irgendwie schon ein Marder drauf rumgelaufen. Lieber Kunde, achte auf deine Marder. So, man sieht gar nichts. Wir haben hier keinerlei Injektoren oder sowas. Wir sehen nur an der Hochdruckpumpe hier hinten den Anschluss. Und hier hinten kommt unser flüssiges Gas ran. Mehr sieht man eigentlich an dem Auto nicht. Das Gassteuergerät sitzt hier hinten. Und hier hinten sitzt die Boostpumpe, wovon ich euch erzählt habe. Also ihr seht, es sieht alles Quatsch, das Benzinsteuergerät, das Gassteuergerät sitzt hier. Also ihr seht, insgesamt sieht das sehr, sehr wertig aus. Und man kann eigentlich nicht erkennen, was ist original oder was ist nicht original. So, das machen wir wieder drauf. Zeigen wir euch nochmal den schönen Tank. Ausmachen. Echt jetzt? Ja. Warum das denn? Warum muss man denn so ein Auto aufmachen? Ausmachen, um da hinten die Klappe aufzumachen. Geht nicht. Das sieht schon aus. Ja, irgendwer wollte. Hä, warum geht das jetzt? Ist das doof? Also hier, das Zeug gehört da nicht zu. Das war unten in der Wanne drin. Und jetzt haben wir hier diesen wundervollen 74 Liter Gastank reingebaut. Ihr seht auch, wie wertig die Halter alle sind. Ne? Alles hier Edelstahl, schön gemacht. Ne? Da ist die ganze Technik drunter und die Pumpe sitzt da drin. Man hört die auch summen. Die summt, die läuft jetzt noch. Die ist noch nicht eingeschlafen. Boah, ey, irgendwer hat sich doch gewünscht,
Also ich 5 Minuten einen Tankadapter suche, ne? Soll ich mal 5 Minuten einen Tankadapter suchen? Jetzt müsste ich 5 Minuten einen Tankadapter suchen. Aber Dober, der umgrüßt, man sieht, es ist kein Tankdeckel drauf. Und Tankadapter ist auch nicht da. Aber man kann den Tankadapter hier natürlich auch gut reinlegen und einfach drin lassen. Guck mal, wie viel Platz da ist. Klappe auf, Tankadapter nehmen, draufschrauben und tanken. Fertig, aus. So, meine Lieben, wir sehen uns gleich wieder in der Werkstatt.